Kulturstätten zu vermessen, bevor dort gesprengt worden ist, solche Dinge. Und dort, wie gesagt, habe ich mir die Probe gemacht und das war damals Mikroprozessortechnik und habe unter anderem dort bei der Firma im Prinzip die Mikroprozessortechnik damals erstmals eingeführt und Anführungszeichen. Und mit meiner Probe haben die dann weitergebracht. Wie dann einige Jahre später bin ich zur A1 gegangen, zu meiner Vorgeschichte, das heißt damalige Post-Telegrafenverwaltung noch. Ob da überhaupt nichts mit Technik zu tun gehabt und irgendwann einmal habe ich dann in der Literatur, technische Literatur wieder gefunden, ja, da gibt es sowas wie Mikrocontroller, schauen wir mal an, was die Bild drauf und das ist ein großes sein, was wir damals gemacht haben. Ne? Europakartenformat, 10 auf 15 cm, hochtechnisch ausgestattet, bis 1980 CPU, 256 Byte RAM, so viel RAM haben wir damals drauf gehabt. Ne? Und dann 2,8 EEPROM. Und das und CTC, Timer Counter und parallel Input Out. Die ganze, auch der Ladezeit, die CPU da mit 600 Schilling kostet. Ja? Und heute Geld kommt unter, was? 10 Euro, wenn ich das richtig kriege? 400 Schilling, 40 Euro. Genau, 40 Euro, kannst du nicht rechnen. Genau, die gibt es mittlerweile immer noch die Server-CPU um 7 Euro oder was. Wird unter anderem zu pädagogischen Zwecken verwendet, weil die relativ einfach übersichtlich ist und teilweise für so Schulprojekte auch verwendet wird, habe ich vor Jahren gelesen, mittlerweile wahrscheinlich durch die Mikrocontroller schon abgelöst. Und dann haben wir vor einem Jahr wieder Klassentreffen gehabt mit einem Kollegen aus der Mittelschule. Mit einem von diesen Kollegen habe ich gesagt, gemeinsam die Diplomarbeit habe ich gefragt, der fragt, machst du auch schon auf Arduino? Ich habe mir jetzt auf Arduino angeschaut und passt jetzt auf Arduino. Nein, eigentlich nicht. Wir haben es vielleicht einmal angeschaut. Ne? Und dann haben wir heuer Jänner Glückklausur gehabt und da hat der Kollege Weißberg, der Direktor da der hiesigen Schule noch, gesagt, du, ich habe da ein Arduino, das ist ganz billig und da kann man auch ganz eine Menge machen, aber der zeigt, was da gibt, dieses Einführungsset, was da gibt in China und was habe ich gesagt, 30 Euro oder sowas in der Größenordnung. Ne? Alle nicht, aber so ungefähr 10 Leute vom Club waren hin und her gerissen, ja, können wir anfangen. Und dann bin ich gefragt, war die Frage, ob wir Vorträge in die Richtung, haben wir auch in die Richtung.
bin ich gefragt worden, was mich interessiert, mach dann einen Vortrag. Ne? Okay, ich mache einen Vortrag, machen wir jetzt praktisch seit Jänner mit dem Thema beschäftigt, nach dem Vortrag schon seit Jahrzehnten praktisch das kein Thema mehr für mich war. Und auf der Ebene kann ich euch jetzt was ein bisschen erzählen. Ich habe mir jetzt was angeschaut und darauf vorbereitet, möchte ich jetzt auch in die technischen Details da reingehen. Das fangen wir mal an, was wir da haben. Zuerst einmal haben wir angeschaut, woher kommt Arduino überhaupt. Und zwar ist 2005 ein Studentenprojekt eines Institutes, Interaction Design Institute, Ivrea, das ist in Norditalien in der Nähe von Turin, gestartet worden. Und der Name Arduino selber ist besonders, das ist der Name der Bar in Ivrea, wo sich die Projektgruppe damals zusammengesetzt hat und mit diesen Ideen angefangen hat, was sie dort tun könnte. Und Arduino selber ist ein Oberbegriff für alles Mögliche, bezeichnet einerseits einmal die Hardware, das heißt die Arduino, das Arduino-Board selber, die Software, die es so rundherum gibt, Arduino Exo-Exe, die Entwicklungsumgebung, die in dem Zusammenhang besteht, und als Physical Computing Plattform insbesondere darum, weil diese Mikrocontroller so klein sind, dass das kein Betriebssystem darauf läuft, sondern dass gerade nur Maschine darauf laufen kann, auf den kleinsten Systemen natürlich nur, mit denen mit Sensoren kommuniziert werden kann, mit Aktoren kommuniziert werden kann und damit die Umgebung erkannt werden kann, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Entfernung und solche Dinge, und die dann halt einem Prozessor zugeführt werden kann, der dann mehr damit macht, als nur die Zahlenwerte zu übermitteln. Und das Bestechende an der ganzen Geschichte ist vor allem, dass es auch eine Community dazu gibt. Und interessanterweise, wenn man sich im Internet das anschaut und bei verschiedenen Beiträgen anschaut, man manchmal den Eindruck hat, dass dort Leute auch aktiv werden wollen, was tun wollen, die von Elektronik fast keine Ahnung haben. Dementsprechend hat sich in der Community auch Informationen gebildet, wo es so geht, wie möglich, wie schaut ein Schaltkreis aus, wie steuere ich eine LED an und solche Dinge. Also grundlegende Dinge der Elektrotechnik, Elektronik vor allem, die vor allem für Leute, die eine elektrotechnische Ausbildung schon gehabt haben, Elektronik oder was, eher kein Problem sind, für andere Leute, die es noch nicht gehabt haben, natürlich schon ein Problem sind. Weil vor allem dieses Institut für Interaction Design, Institut in Ivrea, wo vor allem Designer und Künstler mehr oder weniger beheimatet waren, die für ihre Projektideen technische Hintergründe haben wollten und damit sich sowas geschaffen haben und dort ihre Projekte dann teilweise mit diesen Dingen dann realisiert haben. Da kommen dann später noch dazu noch ein paar Beispiele. Okay, also Arduino selber ist Hardware, Software und Community. Nicht nur die Platine, wie man vielleicht meinen könnte als erste. Wichtig ist aber, dass geschützt an dem Ganzen ist eigentlich nur der Name und das Markenzeichen. Und die Rechte liegen bei Arduino CC, das ist mehr oder weniger die Nachfolgeorganisation der Projektgruppe aus dem Interaction Design Institut in Ivrea, die entsprechende Lizenzen austeilt, wenn jemand unter dem Namen Arduino etwas bauen möchte oder auch etwas verkaufen möchte. Man kann diese Dinge grundsätzlich frei nachbauen, so viel ich verstanden habe, man muss dann der Name abgeleitet sein, das heißt, man darf nicht der Originalname, nicht die originale Logos verwendet werden. Dann schauen wir, wie es weitergeht. Wie gesagt, Controller gibt es schon lange, auch damals, wenn man eine Diplomarbeit gemacht hat, beziehungsweise kurz nachher habe ich schon gesehen, hat es die ersten Controller-ähnlichen Dinge gegeben und habe da ein paar Firmennamen zusammengestellt, die in dem Zusammenhang heute Bedeutung haben. Das ist einmal ein Mikrochip mit den PIC-Chips. Dann Atme selber als selbstständige Firma. Das ist nicht nur ein Produkt von einer anderen Firma, sondern eine selbstständige Firma in Kalifornien. Dann FreezeGale, die vormalige Motorola-Halbleiterabteilung. Dann Texas Instruments, das hat es damals zu meiner Zeit, also wie ich noch aktiv war, schon gegeben, war damals noch Joel Knechtig. Infineon als Siemens-Halbleiter-Nachfolger und dann Intel ist aus dem Sektor auch noch aktiv, wobei ich extra sogar geschaut habe, ob AMD auch was macht auf dem Sektor. Habe allerdings, vielleicht habe ich nur in den falschen Bereichen geschaut, nichts sehr Relevantes dazu gefunden. Ja.
gibt es ja wohl, weil da gibt es ja den Edison und solche Dinge, die ja in den einschlägigen Händlern, bei den einschlägigen Händlern verkauft werden. Und Ziel von diesen Mikrocontrollern ist vor allem, dass möglichst viel in einen Chip integriert wird, also mit möglichst wenig externer Beschaltung. Und Sie werden es dann auf den Platinen sehen, das sind halt ein paar Beispiele, habe ich glaube auf den Bildern auch noch drauf, genau, kommt da noch an. Kleine Controller schon machen kann, mit denen man Temperaturmessungen machen kann, mit denen man Umgebungsdaten messen kann, mit denen man Motoren und vor allem LEDs ansteuern kann. LEDs gibt es zum Beispiel jede Menge Beispiele im Internet zu finden. Und da habe ich in meiner konkreten Konfiguration dort Motoren, LEDs oder Gläser ausgelassen, weil ich viel brauche, weil es so gut ist im Internet. Gut. Und wie gesagt, wichtig ist auch, dass genau diese Technologie, Mikrocontroller, also nicht jetzt auch nur konkret, sondern aus, der gesamten, aus dem gesamten Spektrum, was da angeboten wird, jene Halbleitertechnologie bzw. Architektur ist, die für Internet of Things verwendet wird. Diese Dinge sind spottbillig, Sie können sogar als Privater den kleinsten Abwehrcontroller um 1,90 € kaufen. Damit können Sie auch schon ein bisschen was tun, zwar kann man nicht massiv weit springen, aber doch auch schon Sensoren abfragen, LED-Steuern und solche Dinge. Gut, und jetzt kommen wir gleich einmal zur Hardware selber, denn wir gleich wissen genau, von was wir reden. Zunächst einmal kommt die Boards, auf denen diese Hardware verbaut wird. Da gibt es seit 1992 den BASIC-Stamp, das war damals ein PIC-Controller, Basic Interpreter on Chip. Der ist praktisch mit Base programmiert worden, was damals mehr oder weniger eine Standardsprache war für alle Leute, die neu geschickt sind in die Programmierung und aufgrund dieses Umstandes weite Verbreitung gefunden hat. Der nächste, den ich gefunden habe, das ist der Bichu-Bogen, seit 2008. Preise, wie gesagt, um ca. 60 Euro, die gibt es heute noch zu kaufen. Nexus Instruments steckt da dahinter. Dann ein Raspberry Pi. Wo heute noch ein Vorteil dazu gibt noch, der um ca. 40 Euro zu haben ist. Dann kommt schon der Teensy. Das ist ein Freescale-Rechner, der dahinter steckt, ein Freescale-Chip, das ich habe, um ca. 30 Euro und Arduino so plus minus 20 Euro. Da gibt es verschiedenste Ausführungen von denen. Konkret hier habe ich angegeben den NumRF3, den ich hier habe. Der den Atmel-Chip Atmel328 als Mikrocontroller beinhaltet. Und da sind jetzt die eigentlichen Boards, die unter den Namen Arduino verkauft werden, gibt es verschiedenste Ausführungen. Konkret, ich habe in meinem Aufbau hier den Arduino Uno im Einsatz mit dem Atmel328-Chip. Sie unterscheiden sich durch die CPU, die im Controller verbaut ist, durch die Frequenz, die Taktfrequenz der CPU bzw. der ganzen Schaltung, der Speicherausstattung und vor allem, was wichtig ist dann für eigene Experimente, auch durch die Betriebsspannung am Chip, das heißt die Spannung, die Sie an den Bauelementen anlegen müssen bzw. die Spannungsbereiche, die davon abhängig sind, um logisch 0 und logisch 1 zu kennzeichnen. Dazu kommen wir dann noch später, weil auf das muss man dann sicher speziell Rücksicht nehmen. Das könnte unter Umständen auch ein Grund dafür sein, dann, wenn diese Spannungsbedingungen nicht eingehalten werden, das Projekt nicht gehen. Gut, das sind einmal die Standardboards, die sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie die Eingangs- und Ausgangspinnings alle in derselben Position haben, dass sie auch alle annähernd dieselbe Größe haben. Das heißt, wenn man da abschneidet, gibt es davon, ist die gleiche Ausstattung wie oben, das kann dann erweitern. Und das ist mehr oder weniger die Standardauswahl von Arduino selber, die zum Kauf angeboten wird. Dann gibt es noch dann Kleinstausführungen, Mini-Ausführungen, wie zum Beispiel da den Mini mit 30x18 mm. Da ist wirklich immer sehr viel drauf und mit dem kann man auch schon ein bisschen was machen. Und da gibt es, wie gesagt, auch wieder unterschiedliche Versorgungsspannungen für Pro, sonst durchgehend wieder 5 Volt Versorgungsspannung. Und das ist eine besondere Ausführung, das sind kreisrunde Chips, kreisrunde Platinen mit den entsprechenden Chips in der Mitte, hier dem Stecker, da der Taster, da ist auch der Taster wieder,
wo die Leitungen zu der, zur Umgebung Peripherie hier kreisförmig angebracht sind. Und das hat vor allem die Bedeutung, weil diese Schaltungen genäht werden. Kann ich dann ein schweigendes Beispiel zeigen, das ist teilweise richtig lustig, muss man fast sagen, vor allem wie die Dinge präsentiert werden. Da kommen wir dann später noch dazu. So technisch dürfte es ähnliche Ausstattung sein wie die rechteckigen Boards, wie gesagt, Hauptbereich, warum die so komisch geformt sind, weil sie eben vor allem auf Textilien aufgenäht, aufgebracht werden und dort verwendet werden. Auch wenn man damit so wieder so ein buntes Teil, wo man das genau sehen kann. Und das ist jetzt zum Beispiel auch einer der Vorteile dieser Arduino-Boards, die einfach übereinander gesteckt werden können und durch sie übereinander stecken, mehr oder weniger schon ein fertiges Projekt ergeben. Sie haben da den Arduino-Uno, da den Arduino-Uno, da ein Wi-Fi-Schild, dann ein Voice-Box-Schild, der Sprachgenerator, wo Texte eingespeichert sind, die weit wiedergegeben werden können. Und da werden die aufeinander gesteckt und das sind Batterien mit dabei, die dann Spannungsverzerrung liefern und da im Prinzip das Feuer- und Lautsprecher angeschlossen und das ist schon das komplette, der komplette mechanische Aufbau dieses Projektes. Das passt schon. Und das ist der große Vorteil bei den Dingen, sie kaufen sich gerne so ein Schild, programmieren das Programm entsprechend hinein, wo man einfach die Peripherie hinbaut und das Projekt sollte eigentlich schon laufen. Ne? Wenn Sie die Dinge kaufen, brauchen Sie nur da unten mal die Stecker dazu kaufen, da reinhalten in die entsprechende Position und viel mehr mechanische Arbeiten an der Elektronik selber sind dort nicht zu tun. Also die Hitze oder so? Ja. Die Hitze, die entsteht? Die Dinge sind low energy. Ja. Die haben einen Stromverbrauch von ungefähr 10 mA bei Spannung von 5 Volt mit Standby und Ruheströmen in der Gegend von 0 Ampere, wenn sie es in Ruhe, also in Energiesparmodus betreiben, das ist nicht relevant. Die Hitze ist doch nicht relevant. Es geht nicht um Stromverbräuche in der Größenordnung von zig Ampere, wie man vielleicht von Stand-PCs ähnliches Geld ist auf den 5 Volt Seiten. Ja. Da geht es um Projekte, die auf- und Knopfzellen betrieben werden können. Okay. Also dieses zuvor nicht, das war ein blödes Beispiel drauf, aber es gibt spezielle Schaltungen, die speziell auf geringsten Strom verbrauchen. Das sind jetzt sogar noch Breakouts dazu, die vor allem dazu dienen, dass die Sensoren, das ist der eigentliche Sensor, der Beschleunigungssensor. Das ist unser Rundraum, das sind nur Widerstände, Polarwiderstände, da ist wieder der Sensor, da ist der Sensor eigentlich, ja. Die sind zweimal 1 mm sind die Größe, die könnten Sie selber mit vernünftigem Aufwand ohne Spezialwerkzeug gar nicht mehr behandeln. Ne? Also ich habe bei meinen eigenen Aufbauten immer mit der Lupe jede Art von Lötzchen kontrolliert, dass das richtig gelötet ist und nicht irgendwo eine Brücke da was hingebildet hat. Und diesen Farblichtsensor, den haben wir da, das ist der Originalgröße, das ist das Ding da. Ne? Und diese Beschreibungssensoren, die habe ich auch da eingebaut. Hoffentlich, dass man noch dazu kommt, dass ich zeigen kann. Was dann noch gibt, sind die sogenannten Steckbretter, wo Sie Schaltungen zusammenstecken können. Da daneben ist auch gleich das elektrische Äquivalent zu so einem Steckbrett. Ne? Das ist ein Kunststoffkörper, wo innen die einzelnen Positionen elektrisch verknüpft sind, entsprechend diesem Board da, wo man diese Schaltung dann nachlösen kann. Das entspricht gleich der elektrischen Verbindung, wie sie da links zu finden sind. Ich glaube, das werden einige von Ihnen wahrscheinlich kennen, wenn Sie selber damit schon gearbeitet haben. Das ist jetzt der PC Uno, das Mainboard, wie es da auch verarbeitet hat. Es ist da der eigentliche Mikrocontroller, den gibt es auch in SMD-Ausführung, ist allerdings, ich bevorzuge allerdings die Ausführung, weil der beschädigt ist, können Sie nicht tauschen, ohne dass Sie das gesamte Board hier wegschmeißen müssen. Ist sicher einfacher. Dann gibt es da noch den Controller, der USB-serielle Umsetzung macht, damit die Kommunikation zwischen USB und RXDX-Anschlüssen vom Controller funktioniert. Und die Stromversorgung, Regler für die Stromversorgung und dort die standardisierten Endausgänge, ja, genauso wie da. Zu erwähnen ist, dass es bestimmte definierte Ausgänge gibt, wie für die sogenannte SPI-Schnittstelle, das hier ein Peripheral Interface gedacht sind, sind ja auch für die Equalator-C-Interfaces, die da unten auch nochmal wieder wiederholt sind. Das heißt, die Anschlüsse da unten sind dieselben wieder unten. Und mit diesem Ding können Sie schon ganz eine Menge machen. Sie brauchen da nur ein Netzgerät anschließen oder über USB-Dofer
entsprechend versorgen. Ich habe, wie gesagt, in meiner Anordnung die Versorgung im OSP, weil dort auch die Kommunikation mit dem Rechner stattfindet, damit ich programmieren kann bzw. Daten abziehen kann. Immer wieder gibt es auch solche Schemas, die unter Umständen interessant sind, wenn man Details wissen möchte, aber die nicht unbedingt Bedingung sind, dass man die auswendig lernen muss, sondern wenn man irgendwelche Unklarheiten gibt, ist es sicher sinnvoll, da reinzuschauen. Da möchte ich jetzt ein bisschen auf die Details von den Sensoren eingehen. Affektive Sensoren der Controller. Alle diese Controller, die ich da mir näher angeschaut habe, haben eine sogenannte AVR-CPU im Kern. Das heißt, die haben alle den gleichen Maschinenbefehlssatz, den wir da später bekommen. Schaut dann im Detail so aus. Da ist diese sogenannte AVR-CPU, da ist statisches Schreiben, wo praktisch die laufenden Daten im Programm verarbeitet werden. Das ist der Programmspeicher. Da ist Zusatzlogik für Watchdog, um zum Beispiel abstürzende Programme wieder abzufangen und wieder in einen definierten Zustand zu bringen. Das da unten ist die Klasse, ist die Peripherie, die vorgesehen ist. Und diese Peripherie unterscheidet sich je nach Typ, den Sie kaufen. Da gibt es solche mit Analog-Digital-Konverter, welche mit 1 bis 3 oder noch mehr Timer-Counter, eine serielle Schnittstelle, das SPI-Interface, das TDI-Interface, das Recuperat und wieder auch entsprechend Dienst ausgeführt werden. Dann noch einmal Detail. In dieser RAM sind diese eigenen Arbeitsgeräte enthalten, hier das Flash-Programm-Memory und hier den Datenbereich, statisches RAM, wo die Daten, die im Programm bearbeitet werden, verarbeitet werden, abgelegt werden. Dazu zu sagen ist vor allem, dass das Programm-Memory nicht beliebig oft geschrieben werden kann. Es gibt eine bestimmte Anzahl von Programmierzyklen, die gefahren werden können. Wenn ich es richtig erinnere, sind die im Datenblatt mit bis zu 1 Million angegeben. So, das sollte ich ausreichend sein für unsere Zeit. Wichtig ist allerdings, weil da habe ich gibt es Geschichten aus den Anfängen der Flash-Speicher, da sollen Firmen im Flash-Speicher Daten in Taktraten von Mikrosekunden abgelegt haben. Sie dann gewundert haben, warum nach wenigen Tagen oder Wochen dann die gesamte Elektronik kaputt war, weil die einfach ermüdet haben. Und eins ist noch dazu zu sagen, es gibt dann keine, zumindest in den Controllern, die ich da habe, diese AP328, keine Verteilung der Daten gleichmäßig über den Speicher, dass die einfach 10 gleichmäßig abgenutzt werden. Das heißt, wenn Sie da öfter reinprogrammieren, immer dieselbe Stelle reinprogrammieren, dann ist das wirklich die Stelle dann 100.000 oder 10.000 Mal geschrieben. Und wenn Sie 10.000 Mal wieder Programme schreiben, dann sitzen Sie da schon eine Zeit dabei. Gut, dann noch einmal die Speicher im Detail. Die allgemeinen Register, die In-Out-Register, über diesen Bereich wird mit den Peripherien angesprochen, die in diesen Chips enthalten ist. Da gibt es noch sogenannte erweiterte Ein-Ausgaberegister für spezielle Peripherieeinheiten. Dann da unten, die eigentlich für die Variablen im Programm zur Verfügung stehenden Speicherbereiche, je nach Typ. Das heißt, in dieser Zeile, diese Zeile mit den Angaben bezieht sich immer auf den hier rechts stehenden Typ. Hier bei Puma haben wir den Atmega328, da haben wir praktisch 2K Speicherbereich RAM zur Verfügung, 1K EEPROM und 32K Flash-Speicher. Und je nachdem, welche Anwendung Sie im Auge haben, müssen Sie darauf schauen, welche Programmspeicher brauche ich, wie groß ist der. Und entsprechend dann die Mikrocontroller auswählen, weil es gibt keine Möglichkeit, extern zusätzliche Speicher zu schalten, wie Sie es vom Mikroprozessor vielleicht gewöhnt sind. Ja? Also diese internen Busse werden nicht weitergeschaltet, nicht nach außen geführt. Sie kann keine Möglichkeit außen, wenn Sie mit dem Programmspeicher nicht auskommen, zusätzlich noch irgendwo einen Programmspeicher dazu zu nehmen. Das sind jetzt nochmal die Register, wobei hier nur zu erwähnen ist, dass die letzten Register als 16 Bitregister auch verwendet werden können, sonst sind da keine Besonderheiten zu erwähnen. Dann diesen In-Out-Registerbereich wollte ich nur noch mal ein bisschen herausstreichen, weil dort ist auch dieser Stack-Pointer zu finden, der relevant ist, wenn Sie wissen wollen, wo Ihre Daten gerade abgelegt werden, bei Call-Einhebungen
Und hier sind auch die Statusregister, die nach jeder Operation der CPU gesetzt werden, und je nachdem, wie diese Maschinencodes definiert sind, dann die entsprechenden Flex gesetzt werden und dann bedingte Abzweigungen, Verzweigungen, große solche Dinge aufgrund der Inhalte hier durchgeführt werden können. Hier finden wir auch diese allgemeinen parallelen Input-Output-Registerbereiche, wo Sie die Daten dorthin zu senden haben, wenn Sie auf irgendeinen Pin rausschicken wollen. Hier finden Sie auch die Timer-Counter, das sind die Interrupt-Flex, genau, das sind die Timer-Counter-Compare-Register, wo man sagen kann, wenn ein bestimmter Wert oder Reife, da soll ein Interrupt gesetzt werden zum Beispiel. Und hier sind auch die Kontrollregister für das Serial Peripheral Interface, also für die serielle Schnittstelle auf dem SPI-Protokoll. Gut, da gibt es wahrscheinlich nichts weiter zu sagen. Als Beispiel sind nur, da gibt es eigene Interrupt-Vektoren, die ab Adresse 0 abgelegt werden. Hier bei Adresse 0 beginnen, aufsteigen, für die verschiedenen Zwecke. So zum Beispiel Timer-Counter, wenn der einen bestimmten Wert A erreicht, der eingestellt ist in einem anderen Register, dann wird ein Interrupt erzeugt und jenes Programm gestartet, dessen Startadresse hier beginnend ab Adresse 16 und 17 dann da drin steht. Das ist das ganze Geheimnis da von den Interrupts. Von da zum Beispiel für das 2-Dart-Serial Interface TDI ist da der entsprechende Interrupt-Vektor zu finden. Also hier nur ein Beispiel für Maschinencode. Die detaillierten Informationen gibt es unter dem Link. Sie finden dann, gibt es unter dem Link da oben. Nachdem diese PowerPoint-Präsentation auf unserer Homepage zu finden sein wird, können Sie sich dann selber anklicken. Genau, ich habe da ein Beispiel rausgenommen noch. In dieser Dokumentation finden Sie auf Seite 11 eine Kurzübersicht, welche Befehle überhaupt für die jeweiligen Typen in Frage kommen oder überhaupt eingerichtet werden. Und da ist ein Beispiel für einen Ladevorgang in ein In-Out-Ladevorgang von einem In-Out-Register in ein bestimmtes Register. Und so schaut dann dieser 16-Bit-Opcode aus, wobei die einzelnen Positionen dann jeweils ein Bit darstellen und AA und DD dann jeweils die Bedeutung haben mit der Registernummer bzw. A das Input-Output-Register, von dem man gerade in diesem Fall gelesen hat. Darf ich was fragen? Ja. Ich habe einmal mit dem Zeugprogramm, kann man das nicht in einer höheren Sprache? Ja, komme ich gerade. Ja, komm ich gerade. Das wäre nicht viel. Mal schauen, was du mit dir. Das ringt ja. So, da kommen wir schon zu den Sensoren. Wichtig ist zu merken, dass der Controller an sich. Du musst noch weiter schicken. Wichtig ist noch zu sagen, dass der Controller an sich mehr oder weniger nichts bewirkt. Sie brauchen ja die Kontakt zum Umwelt, also einleitende Schutzung. Und hier möchte ich jetzt ein bisschen auf ein paar Sensoren eingehen. Grundsätzlich gibt es einmal analoge Sensoren, sogenannte, die ihre Daten unter Anführungszeichen parallel den Mikrocontroller übermitteln. Und als Gegensatz, also als zweites Counterpart dazu, gibt es die digitalen Sensoren, wo die Daten im Sensor bearbeitet werden, als Zahlenwerte dort bereits bereitstehen und dann seriell an den Controller, vom Controller abgefragt werden. Bei den Parallelsensoren wird die physikalische Größe umgewandelt in irgendeine elektrische Größe, Spannung, Strom, Impuls, Dauer, Frequenz. Und die entsprechende Quantifizierung erfolgt dann mit dem Controller, braucht dort den entsprechenden Code und Belastungsberechnung. Das heißt, vorzuziehen sind, gerade bei den beschränkten Speicherplätzen, Programmspeicherplätzen, die zur Verfügung stehen, eigentlich die digitalen Sensoren, wo ein Teil der Verarbeitung, nämlich die Quantifizierung der Größe, die zu messen ist, also Luftdruck, Beschleunigung, Lichtfarbe und solche Dinge im Controller berechtigt. Und bei diesen digitalen Sensoren hat, wie schon gesagt, der SPI-Bus, Serial Peripheral Interface, oder der IPRC-Bus, der Integrated Circuit Bus, Begleitung in den konkreten Aufbau, den ich hier habe. Ich habe da nur aktiv die IPRC-Bus, weil leider der SPI-Bus
Interface kaputt gegangen ist oder zumindest nicht mehr funktioniert. Kurz Beispiel, konkret Beispiel für so Sensoren sind dann der Ultraschall-Distanzsensor, der liefert entfernungsabhängige Pulslänge, dann Feuchtigkeitssensor, feuchtigkeitsabhängige Spannung, Temperatursensor genauso. Es gibt aber auch Temperatursensoren, die im Chip, der äußerlich genauso ausschaut wie der eigentlich, ja, im Chip bereits die Verarbeitung durchführt. Das heißt, wo man an den Anschluss bereits mit einem seriellen Protokoll die Daten digital abfragen kann und der Controller nicht mehr erst diese Daten aufgeben und diese Quantifizierung der physikalischen Größe durchführen muss. Und da sehen Sie ein paar Beispiele für parametrische Drucksensor. Parametrische Drucksensor, der schaut so aus im Detail, aber dann nur wenige Millimeter groß. Ja? 1 Millimeter in der Bereiche, 2 Millimeter in der Richtung. So was zu löten, das ist sicher kaum möglich, vor allem für Amateure, die nicht entsprechend ausgebaut hat. Und den Magnetometer, mit dem man magnetische Feldstärken entsprechend besser angefangen mit den Löten. Macht man vielleicht mit einer Heizpistole besser oder ist das unmöglich? Es, normalerweise mit Heißluft, glaube ich, bei dieser Demo-Löten. Ja. Es gibt solche Geräte und es gibt da im Internet zu finden entsprechende Beschreibungen, wie man das am gescheitesten macht. Die total Lötpasten, Lötpasten, Heizen des Bohrens, aber es gibt da ganz brutale Methoden, die zum Beispiel behaupten, ich würde es nicht einmal empfehlen, dass man solche Bauformen dadurch löten kann, indem man da einfach mal ganz wild drüber lötet, egal welche Brücken man hat oder nicht. Und dann mit einer Lötsaufsitze, dann das überstehende Lötchen dort einfach absaugt. Ich hätte ein bisschen Bauchen dabei, weil Lötsaugritze, bis die richtig saugt, die muss man alles richtig warm machen, wenn da zu wenig Fußmittel drauf ist, dann haben wir schon das Problem. Ich würde eher die Heißluftmethode mit der Lötpaste vorziehen, obwohl die wahrscheinlich teurer ist und man sehr viel Übung dazu braucht, um das zu bewerkstelligen. Aber um das für die Amateure in Gewicht zu kommen, gibt es halt die Breakouts. Ja? Das heißt, bei den Breakouts gibt es halt die fertigen Sensoren, die fertig eingebaut haben, wie das. Das habe ich mir selber gelötet, was ich da angezogen habe, das ist fertig so zu kaufen. Dieser optische Sensor da drauf. Ja. Und den kann man dann mit entsprechenden Steckern versehen und einstecken, entweder in die Platine, die ich da gemacht habe, oder in das Steckboard, was ich vorhin schon kurz angezeigt habe. So, dann. Da ist jetzt nur kurz einmal die physikalische Anordnung, wie das ausschaut, so ein serieller peripherer Interface-Bus. Wichtig ist dabei zu feststellen, dass die Slaves keine Adressen haben, sondern dass die über Chip-Select oder Slave-Select in dem Fall besser diese Leitungen da angesteuert werden. Das heißt, wenn Sie mehrere so SPI-Interfaces als Slave auf so einem Bus haben, das heißt, da ist der Master, das ist der Mikrocontroller, und das sind dann die Slaves, die im Prinzip die Sensoren oder Aktuatoren darstellen. Wenn Sie mehrere solche Dinge haben, dann brauchen Sie so eine Chip-Select-Leitung, die Sie dann über einen der digital ausgehend vom Mikrocontroller entsprechend im Programm da ansteuern müssen. Ne? Weil sonst funktioniert das nicht. Das heißt, das Standard also ist ohne Chip-Select, ohne wäre mit nur einem Sensor an so einem Bus wird heißen, ich würde den Slave-Select bei der Platine massiv auf Load ziehen und dann habe ich nur die Leitungen Clock, MOSI und MISO, die entsprechend dann angesteuert werden. Die Spezifikation sind Sie ebenfalls hier, die genaue, die erspare ich mir hier, weil wir nicht so sehr ins Detail gehen wollen jetzt. Dazu schaut das Timing ungefähr aus. Wichtig ist da, dass es da einen Startzeitpunkt gibt, der praktisch definiert ist, wann dieses Select runtergeht. Hier sind dann die entsprechenden Daten, werden die Datenbits angelegt. Und es wird einfach mitgezählt, nach dem 16. Impuls bis Ende, weil dann sind alle 8 Bits durch und dann kommt der nächste Übertragung wieder an. Also ein relativ simples Protokoll, wenn man überhaupt vom Protokoll da reden kann. Serielle Übertragung, einfach nur, weil man keine Leitung hat. Früher bei den Mikroprozessoren ist das alles parallel übertragen worden und das erspart sich da alles. Also die drei Leitungen da brauchen, funktionieren. Dann gibt es da noch den IPRAT-C-Bus, den ich hier anstatt verwendet habe. Da sind die Leitungen vor allem gekennzeichnet, dass das alles Open Collector, also Open Drain-Leitungen sind, die mit Widerständen erst noch auf die Plusleitung gelegt werden müssen. Weiter ist das Protokoll bedient. Im Protokoll legen sowohl Master als auch Slave zu bestimmten Zeitpunkten
Active, ziehen die Leitung auf Active Low und daher sind diese Pull-Ups so erforderlich und es darf nicht aktiv auf High gezogen, sondern es wird immer nur aktiv auf Low gezogen. Es gibt verschiedene Adressierungs- verschiedene Übertragungsgeschwindigkeiten. Und hier gibt es einen 7-Bit-breiten Adressraum, mit dem bis zu 120 Geräte in der einfachen Ausführung adressiert werden. Es gibt auch Versionen, die 10-Bit hat, aber die in den Beispielen, die im Internet zu finden sind, eher kaum vorkommen. Also wenn Sie sowas brauchen, müssen Sie schon ziemlich tief sich in die Materie eingraben. Da ist wieder dieses IQRAD-C-Timing-Protokoll, wobei hier diese Adressen angelegt werden. Da angezeigt wird im 8. Bit dann, darum nur 7-Bit Adressierung, im 8. Bit angezeigt wird, ob ich sich um einen Schreib- oder Lesevorgang habe. In dem Fall hier wäre es ein Schreibvorgang. Dann liefert jeder angeschlossene Sensor noch eine Bestätigung zurück, dass er erkannt hat, dass er jetzt angesprochen wird, eben daraus, dass das SDA-Signal auf 0 gezogen wird beim 9. Impuls. Und nachher folgen dann die entsprechenden Datenwerte wieder. Wobei dort auch wieder nach dem 9. Impuls wieder die Bestätigung vom Sensor kommt, dass er die Daten entsprechend, also vom Slave kommt, dass er die Daten entsprechend gehalten hat. Aber wie schon Details bitte wieder der entsprechenden Definition zu übernehmen. Ich war angenehm überrascht, wie ich ganz offen sagen, wie das Ding zusammengelötet hat. Das hat auch gar nicht funktioniert. Also die Fehler sind später aufgedeckt. Ne? Aber ich war angenehm überrascht, dass das eigentlich völlig ohne Probleme funktioniert. Und doch, da gibt es viel mehr Probleme, da der Wochen am Sitz bis zur Überumgebung funktioniert. Da kommen wir jetzt nochmal zurück auf diese logische Schwanzbelege. Vom TDL-Bereich wird es vielleicht bekannt sein. Es gibt Ausgangsspannungsbereiche, die maximal, die minimal bzw. maximal zulässig sind für den Log-Bereich. Log-Bereich bis 0,5 Volt maximal. Und der High-Bereich fängt bei 2,7 Volt an. Alles, was da dazwischen geliefert wird an einem Ausgang, ist unzulässig. Das heißt, es ist keine gute Idee, wenn man versucht, da dazwischen eine Spannung anzulegen, in der Hoffnung, dass es irgendwo als logisch high oder irgendwo als logisch low erkannt wird. Das ist sicher eine Fehlerquelle. Ja? Das ist auch sowas immer zu achten. Ja? Und entsprechend gibt es auch bei den Mode-Logik-Wegen hier vom 8.328 ebenfalls die entsprechenden Spannungsbereiche. Als Low im Ausgang wird akzeptiert 0,9 Volt, als Low im Eingang wird akzeptiert 1,5 Volt, diese Überlappung eben um die entsprechenden Schaltungseinflüsse noch im Griff, also Belastungen zum Beispiel oder noch Stromlieferungen, die in diesen Ausgang reingehen, noch entsprechend behandeln zu können, ohne dass man aus dem zulässigen logischen Bereich kommt. Deswegen sage ich, das lege ich Ihnen sicher ans Herz, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, weil es eben 3,3 Volt Sensoren gibt, die meisten Sensoren arbeiten mit 3,3 Volt und zahlreiche Mikrocontroller arbeiten mit 5 Volt. Und wenn Sie diese zwei Dinge dann, diese zwei Spannungsbereiche dann zusammenhängen, müssen Sie immer geänderte Interface-Schaltungen vorstellen. Ich habe zum Beispiel in dem Fall da zwei MOSFET-Transistoren drin, die diese Anpassung im SPI-Protokoll vornehmen. Ne? Und die haben auch problemlos funktioniert, muss ich sagen. Da gibt es die entsprechenden Schaltungen dazu im Internet, auf die möchte ich dann viel mehr weiter eingehen. Da ist zum Beispiel für einen Ultraschall-Fernsehsensor, den ich aber leider nicht näher zeigen kann. Da oben sind die beiden Sender-Empfänger, die so wie ich das sehe, vollkommen identisch ausgeführt sind. Da die Empfängerschaltung, da die Senderschaltung und da die Steuerung, die dann die Impulse entsprechend nach außen liefert, beziehungsweise die Impulsaussendung anregt. Wie gesagt, es ist mehr als Mikrocontroller, das ist mehr oder weniger normale elektronische Schaltung, wie man es von allen anderen Bereichen auch kennt. Der eigentliche Controller wäre das, der die Abläufe zwischen dem Interface, das sich hier befindet, und den entsprechenden Sensoren bzw. Sendern dann steuert. Gut, damit dieses Ding funktioniert, das liefert, wie gesagt, einen Impuls, der proportional zur Entfernung ist, zu dem ersten Objekt, das wird überhaupt Echo liefert. Das wird gestartet mit einem Trägerimpuls, der bestimmte Einnahmen hat. Daraufhin wird durch die Schaltung innen ein Ultraschall in Burst, ich glaube 8,30 kHz Stellerbeschreibung, mit 8 so Bursts erzeugt, der dann von einem Echo irgendwann mal reflektiert wird, dann da beim Empfänger empfangen wird,
der daraufhin durch die interne Elektronik einen Impuls liefert, der dessen Länge der Entfernung entspricht. Das heißt, die Länge ist die Laufzeit praktisch des Schalls zum Objekt und vom Objekt zurück. Und im Rechner muss dann umgerechnet werden mit der Schallausbreitungsgeschwindigkeit auf der entsprechenden Entfernung in der entsprechenden Einheit, die wir benötigen. Dafür ist Gegensatz zu dem vorher gezeichneten Linearsensor, der digitale Sensor, der hat intern, wie auch der Controller, seine Register, die unter bestimmten Adressen anzusprechen sind. Und die dann entsprechend der Beschreibung in den Datenblättern dieser Sensoren folgende Werte liefern. Solche, also da ist für den Magnetometer die Beschreibung, und jeder Sensor hat sein technisches Datenblatt, in dem steht, welche Register es gibt und was auf diesen Registern an Inhalt geliefert wird. Das heißt, wenn Sie mit einer Sensorarbeitung, zu dem Sie keine Informationen im Internet finden, das heißt dort, wo die Breakouts beschrieben sind, sondern müssen Sie schauen, welche Sender habe ich, das Datenblatt finden Sie sicher bei irgendeiner Firma, und dort dann auch schauen, welche, unter welcher Adresse welche Register anzusprechen sind. Gut. Und jetzt kommen wir noch zur Software, die Frage, die schon vorher aufgezeigt ist. Ich habe Prozessing hier angeführt, weil Prozessing offensichtlich die Tochter oder die Mutter, besser gesagt, aller Softwareprodukte ist, die nachkommt, insbesondere von Arduino selber. Prozessing ist ein Ort, wenn ich das nicht, ich habe es auch zum ersten Mal gefordert, aber eigentlich bin ich auf dieses Softwareprodukt gestoßen, ist ein mehr oder weniger in Java Compiler-Idee, der eine ganze Menge von Beispielsoftware hat und vor allem auch für Grafiksimulation und Animation gedacht ist. Man kann da ganz wilde Darstellungen machen von richtigen Grafikobjekten mit ganz wenig Code eigentlich. Ich glaube, da schauen vielleicht, findet man da noch ein Beispiel, wo ich das zeigen kann. Dann Wiring. Ist in C++, also Programmierframework auch für Mikrocontroller, das dürfte so ein Vorläufer von Arduino gewesen sein, für den es auch eigene Hardware-Plattformen gibt und der ebenfalls hier offensichtlich in Iberia entwickelt wurde und dann übergegangen ist in der Entwicklung nach Kolumbien und der ähnlich wie Arduino ausgestattet ist. Der war so, was ich den Eindruck hatte, was ich gefunden habe, im Internet beim Schnellsuchen, eigentlich scheinbar zumindest bei uns nicht mehr viel Bedeutung haben dürfte, weil bei uns, wenn man irgendwas sucht, dann hauptsächlich Arduino und Raspberry Pi zu finden ist. Aber die Wiring findet man ganz selten eigentlich, habe ich den Eindruck zumindest. Wie gesagt, Arduino ist praktisch die Entwicklung, Arduino.exe heißt es konkret, ist von dieser Projektgruppe zur Nachfolgeorganisation Arduino.cc. entwickelte Entwicklungsumgebung für die Erstellung von Sketch-Programmen für den Arduino. Diese Sketch-Programme selber sind wieder, ist im Prinzip wieder C-Syntax, haben die vereinfacht, so genau wie das man anschaut. Und mit der kann man auch die Mikrocontroller über die USB-Schnittstelle entsprechend programmieren. Das möchte ich Ihnen dann zeigen. Bietet allerdings keine Unterstützung für Single-Step und Breakpoints. Das heißt, wenn Sie irgendwas debuggen wollen mit der Software, können Sie es nur, dass Sie irgendwelche Controllers geben, die Sie nur auf einem kleinen Monitor sich anschauen können. Also so wie in den Anfängen der Programmierung, vielleicht auch bei QuickBasic oder was damals, wie ich ganz am Anfang vor Jahrzehnten die ersten Ideen erschienen sind, zumindest die wirklich bekannt worden sind. Und ganz wichtig ist noch dieser Hinweis da. Wenn Sie einen leeren Admin der 28P kaufen, an Dual-Linien, also mit den 8-2-8-Reihen, und glauben, Sie können damit in ein Board den einstecken, das funktioniert so nicht. Der ist von 8. Der benötigt unbedingt diesen Bootloader, der ein Maschinencode-Teil ist, der die Kommunikation mit der Arduino-Exe herstellt. Über diesen Bootloader können Sie einerseits veranlassen, dass vom Host, also von Ihrem PC, dort wo Sie unter Arduino extra Programme geschrieben haben, die Programme geladen werden können in den Rechner. Und der sorgt auch dafür, dass beim Ein- und Ausschalten nicht der Bootloader selber startet, sondern
das geladene Programm starten. Das ist ganz wichtig zu wissen. Also der nackte Upgrade-Controller bei 28 kostet über 5 Euro. Bei Österreich ist er auch in Wien, wie man schon gesehen hat. Und der bereits vorgeladene mit dem Controller, ja, mit dem Controller geladen, kostet 3 Euro wie 8 Euro. Das haben Sie natürlich noch nicht nachgekauft. Ja. Aber wichtig, lassen Sie sich nicht täuschen, wenn Sie einen leeren Atmel-Mikro-Controller bei 28 in so ein Arduino-Uno-Board reinschicken, der funktioniert nicht. Das heißt nicht, dass der hin ist oder dass das Board kaputt ist, sondern dass der ungefähr den Controller füllt. Gut, dann schauen wir. Ja. Gut, dann kommen wir zu den professionellen Entwicklungsumgebungen. Atmel Studio 6.2. Das ist auch noch für sich eine Entwicklungsumgebung für fast alle oder eigentlich alle Controller, die die Firma Atmel anbietet. Atmel Studio 6.2 für sich bietet allerdings, soviel ich gesehen habe, keine Unterstützung für Arduino, beziehungsweise nur für Arduino Duo, glaube ich, hat sie im intrinsischen, also ohne Zusatz Unterstützung mit eingebaut. Ja. Genauso ähnlich wie dieser Studio, den ich hier angeführt habe, kann alleine nicht für Arduino Uno verwendet werden, sondern benötigt dieses Visual Micro dazu. Visual Micro ist ein Arduino Add-in für Atmel Studio und Visual Studio 2013, dessen über den eigenen Menüpunkt dann ermöglicht, dass Sie dort dann die entsprechenden Funktionen, die Sie für Arduino benötigen, aufrufen können und dann, dass Sie die Beispielfiles anzeigen können, die Sie in der Arduino-Idee geben, die Sie in der Arduino-Idee gibt. Dann was ganz interessant ist, ist dort dieses Modkit. Das möchte ich Ihnen gleich jetzt zeigen, weil das ist irgendwie lustig. Es geht um sogenannte visuelle Programmierung, wo Sie dann, schauen wir mal, ob ich da hinkomme, wo Sie dann mit Hilfe grafischer Elemente die entsprechenden Codezeilen im Programm schreiben und behauptet wird, ein Programmieranfänger tut sich leichter, wenn er diese grafischen Elemente darüber zieht und dann dadurch sein Programm schreiben kann. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Nein, ich kann das bestätigen. Meine Person, der hat sich im Programmierungsfeld nichts geschert, weil der hat also so von Lego diesen Einsturm gehabt, aber wollte unbedingt haben, ist nichts weitergegangen. Und jetzt hat er irgendwo dieses Scratch kennengelernt. Das ist ja ein Raspberry Pi, Und hat er sein erstes Spiel damit programmiert, mit Autowendung, mit Bildschirm. Das ist gegangen. Der nächste Schritt wird dann sein, dass er das Ganze in einer Programmiersprache sozusagen nachbaut. Ja. Aber mit dem? Mit 100 eigentlich, weil ist eigentlich ich habe nämlich auch angefangen einmal zu programmieren. Ich meine, man muss genauso dort wissen, dass man erst einen Variablen-Speicher braucht, damit man irgendwo speichert, was ablegen kann, ja, was gegeben ist. Und alles reinziehen. Sie können das nicht irgendwo reinziehen. Sie müssen das genau in die richtige Position ziehen, damit das dort einklingt. Ja, und das ist auch der Vorteil, weil dann weiß er, aha, bei einem Vergleich kann ich nur diese runden Dinge eingeben, da kann ich nur eine Zahl vergleichen mit einer Variable oder irgendwas, alles andere passt nicht ein. Aber ich muss sagen, das ist aber eine hochinteressante Geschichte, weil scheinbar dürfen die Idee auch nicht ganz kapieren. Weil ich komme dann zu pädagogischen Projekten und da geht es unter anderem in einem Projekt, das ist jetzt konkreter als Projektziel drin, geht es um, wie vermittle ich hochkomplexe Zusammenhänge Newcomer, die davon keine Ahnung haben. Mhm. Also geht es nicht nur darum, dass man das dann machen kann, sondern auch, wie man das jemandem übermittelt, dass er das dann selbstständig machen kann, ohne dass er hinterherstellt und sagt, jetzt mach das. Ja. Und das ist hochinteressant. Ich habe nur ein paar Hinweise gegeben, generell, was ist denn jetzt mit dem und so. Aber der Rest, also dann gesessen, hat er sich beschäftigt. Vorher noch nie dazu gebracht, so etwas zu machen. Und genau das geht. Weil es geht ja um das sogenannte Fachkräftemangel. Ein Teil der Projekte, die dann nachher noch kommen werden, oder dieser Fablab, ist auch, Leute an diese Technik heranzuführen, um eben technischen Nachwuchs teilweise zu generieren. Aber das schaut vom Ausschauen fast genau gleich aus wie die Scratch-Blöcke.
Also bin mir sicher, mit dem kriege ich mir auch jetzt zum Arduino basteln. Gut, das kann ich gerne. Aber gut, danke, der Hinweis ist gut. Ja. So, gut, dann muss man das. Ja, wir haben noch was ganz zu schauen. Aber das ist so weit, aber wie das wieder funktioniert. Ne? Es gibt die verschiedenen Blöcke, die dann drüber überzogen werden. Aber man muss ja auch wissen, welche Blöcke man wohl überziehen kann. Schön. Okay. Und wie gesagt, das ist dann mehr die Süddeutsche, die man beherrschen muss. Ne? Und hier haben wir auf dem Augenhang schwer dann mit dem. Ne? Nicht so achten, weil sie null Ahnung haben und keine Handbuch haben schon. Ne? Ja. Also rein intuitiv geht das auch nicht. So, dann schauen wir weiter. Gut, das haben wir jetzt bei den Programmiersprachen, unter Anführungszeichen. Maschinencode, das was ich kurz vorher schon gezeigt habe, das ist der einzige Code, den der Controller wirklich, und zwar nicht der Controller, jede CPU wirklich versteht. Nur jede CPU versteht ihren speziellen Dialekt, in dem Fall vom ADNIL 328B, ist das der AVR-Code, also der Maschinencode, der für AVR-CPUs geschrieben ist. Eine andere CPU braucht einen anderen Maschinencode, der andere Dialekt. Assembler ist ja nichts anderes als die visuelle Darstellung dieses Maschinencodes. C++ wird dir wahrscheinlich bekannt sein, das ist eine höhere Programmiersprache, der aber auch im Ergebnis dann nichts anderes als den Maschinencode zeigt, aber nur halt über andere Zwischenstufen. Ne? Und Scratch ist nichts anderes als das, ist im Prinzip ein versteckter C-Code. Send wird im Prinzip nur Loop und Setup. In Wirklichkeit läuft aber dahinter sehr wohl das Main-Programm, das wird noch nicht angezeigt. Das zeige ich aber nachher. Und Modkit, das ist ja eben bei mir noch mal kurz geschaut haben. Kurz angeschaut. Das ist jetzt so ein Beispiel von einem Hexcode aus dem Arduino-Compiler, wobei hier die ersten Bereiche, da oben sind noch Adressbereiche und Sektionsbereiche sind, die da kodiert sind, da hinten auch ist erst der Code. Das ist jetzt dieser Maschinencode, allerdings in ASCII-Darstellung als darstellbare Zeichen, der dann in diesen Controller programmiert wird. Und nur diesen Code versteht er. Den Instruction-Set finden Sie unter dem Link. Da gibt es für alle 120 Befehle daraus, die CPU kennen, die detaillierten Beschreibungen, wie wir es kurz vorher schon kurz angeschaut haben als Beispiel. Da ist jetzt so ein Assembler-Beispiel und da sehen Sie, der unterscheidet sich daraus, dass jetzt da so Mnemonic-Codes stehen und dass man da also Einspruchpunkte festlegen kann, dass man symbolische Namen vergeben kann, die dann mehr oder weniger diese Bit-Kombinationen dann erst darstellen, die dann in den entsprechenden Maschinencode dann, übersetzt werden. Wobei hier in dieser Zeile das direkt ein bestimmter Maschinencode ist. Wenn Sie die Maschinencode programmieren, die Sie immer selber programmieren, dann müssen Sie sich selber auch mal alles können. Ja, da macht Ihnen niemand irgendwer andere, was ich gehört, vielleicht den letzten Namen, die ich mir natürlich angeschaut habe. Aber das ist sicher die Ebene, wo Sie am nächsten zur CPU sein und wo es nicht mehr irgendwelche Interfaces zwischen Ihnen und der Maschine gibt. Gut. Dann für die C-Programmierung in dieser Studie benötigt Sie, und das ist vor allem wichtig, in jedem Fall immer die installierte Arduino-IP. Ja? Egal, ob Sie mit ADNIL Studio arbeiten oder mit Visual Studio 2013, weil diese Dinge verwenden die Toolchain aus der installierten Arduino-IP. Dort gibt es die AVR-GCC, mit dem die Kompilationsvorgänge und Übersetzungsvorgänge dann passieren. Und auf dem basieren alle diese anderen IDs auch. In dem Fall dann müssen Sie bei beiden Fällen, sowohl bei Visual Studio als auch bei ADNIL, den Pfad zu Arduino Exe eingeben als Konfiguration. Wo das finden Sie hier. Dann keine Programmierer auswählen fürs Programmieren. Dann kompilieren wir normal das C-Programm und dann wird das Sketch über die USB-Verbindung geladen. Ich habe das gestern erst probiert. Ich habe festgestellt, dass es bei mir auf jeden Fall nicht mehr funktioniert. Es dürfte mit dem Status der Visual Mikro-Installation zu tun haben. Die hat dann drei Status und den muss man aktivieren. Wenn man den nicht aktiviert hat, dann geht das scheinbar nicht. Und den war bei mir scheinbar schon abgelaufen. Da haben wir jetzt nochmal die Anzeige in C, wobei hier das eigentlich wieder ausschaut wie ein normaler
Sketchcode, den Sie in der IGA verwenden würden, der allerdings dann erweitert werden kann, der mit allen C, der C-Syntax, die halt üblicherweise sonst angewendet wird. Dann war es wieder in der DLA-Domino-Idee, die wir dann vielleicht praktisch anschauen. Da wollte ich Ihnen zum Beispiel zeigen, dass dieses Setup und Loop nichts anderes ist als ein Funktionsaufruf in Main. Sie finden in den AVR Cores Arduino eine Main-CPP, die eigentlich immer verwendet wird. Und hier finden Sie dann die Setup-Funktion und die Loop-Funktion. Und nur diese Setup- und Loop-Funktion wird immer eigentlich angezeigt und dort programmieren Sie. Und das ist mehr oder weniger dieses Framework, C-Framework, das für den Compiler erforderlich ist und da drinnen sind einfach ihre anwendungsspezifischen Funktionen. So, und das ist das, wie es da ausschaut, wenn Sie ein leeres Sketch-Gerüst in Arduino sehen. So. Gut, das schauen wir uns doch mit der Praxis an. Da gibt es in Arduino jede Menge Beispielcode. Ne? Das heißt, da oben gibt es dieses berühmte Blink-Programm, wo Sie nur die LEDs zum Blinken bringen. Und da gibt es dann noch diese Referenz zur Sprache, unter Anführungszeichen, mit den Befehlen. Das haben wir zuvor schon gesehen, genau. Und das ist dann noch ganz was Interessantes auch. FreeSync ist auch ein Softwareprodukt in Zusammenhang mit Arduino, das 2007 in der FH Potsdam gestartet wurde, das unter anderem dazu dient, Steckbrett-Haltungsaufbauten zu dokumentieren. Unter Umständen daraus sogar Leiterplattenentwurf zu erstellen und auch den Code, den Sie benötigen, um diesen Entwurf dann laufen zu lassen, die Schaltung, auch gleich in einem Feld zu dokumentieren. Das schaut ungefähr so aus. Das ist die Oberfläche von FreeSync. Da sehen Sie dann da das Steckbrett, wie Sie es halt stecken. Da können Sie das genauso hier angeben und eingeben. Die Leitungen können manipuliert werden wie ein grafisches Objekt. Da wird dann automatisch oder fast automatisch eine entsprechende Schaltung daraus generiert, die Sie auch nochmal manuell dann entsprechend verbessern können, indem Sie das entsprechend positionieren. Es wird dann auch je nach Wunsch Leiterplattenvorschlag gemacht, der natürlich auch noch manuell nachbearbeitet wird, aber das erfolgt somit automatisch. Oder? Das ist sicher auch schon manuell nachbearbeitet. Und Sie können dann diese Leiterplatte auch gleich im selben Programm an eine FreeSync-Fab-Richtung, da oben ist die Adresse dazu. Und da sehen Sie die Kosten, was sowas dann kostet. Die schreiben da jeden Dienstag ist Fabrikationszeit und ungefähr einen Monat dauert es, bis Sie sowas dann gewinnen können. Ob das gerade billig ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, viel billiger gibt es woanders, glaube ich, auch nicht. Was ich nicht so erinnere, die Leiterplatten-Services von Honda, ganz allgemeiner Natur, liegen auch die kleinen Platten so in der Gegend von 30 Euro. Aber das wird sich nur ein Auto drin. Ja, es gibt alles Mengen, aber so im Detail finden Sie nicht verschieden. Aber das jetzt machen wir, das geht über eine Einführung hinaus. So, okay. Genau. Sie können den Arduino auch als In-System-Programmer, das heißt es da um die Abkürzung verwenden. Da gehe ich jetzt nicht näher darauf ein, vor allem wenn Sie diese sogenannten Tiny-Mikrocontroller verwenden, die so an Euro 90 oder so irgendwas gibt, wenn wir Größenordnung. Brauchen Sie dann diesen Programmierer, damit Sie dem dann die entsprechenden Programme übergeben können. Dann, wichtig ist noch, üblicherweise hat diese Mikrocontroller eigentlich selbstständige Anwendungen. Beste Beispiel ist eine gebaute Wetterstation. Ne? Da haben Sie eine Anzeige gegeben und haben Sie jetzt Sensoren, die Batterien, da gibt es keine Kommunikation nach außen. Sie können aber auch Kommunikation nach außen machen. Es gibt Beispiele, und ich habe leider funktioniert dann meins nicht mehr. Sie können einfach ein Webinterface machen und auf dem Arduino einfach einen Webserver laufen lassen, der dann Messdaten ins Web sendet und diese dann abhängig die IP-Adresse von dem Interface anwerfen, dann auf ihren Webbrowser in der Weise angezeigt werden, wie es dort eingestellt ist. Natürlich nur sehr, sehr primitiv, aber da kann man unter Umständen gar nicht mehr machen. Dort. Da gibt es dann die Programmierschnelle mit für Matter-Library. Das ist im Prinzip eine serielle Schnittstelle, mit der Sie sämtliche Funktionen, jene, die in der Firmaten-Library realisiert sind, das muss man natürlich entsprechend dazu sagen, auf dem Host zur Verfügung stellen können, wo Sie dann zum Beispiel, da habe ich konkrete Beispiele im Internet da gefunden, eine
dieses berühmte Blink-Beispiel am Host ablaufen lassen können. Dort haben sie natürlich dann keine Programm-Speicherplatzprobleme, nur sie haben natürlich die Kommunikation über die Firmatenleiterei immer zum Richtung Mikrocontroller dann immer zu beachten, und das ist natürlich nicht unbedingt gerade Erleichterung. Hat aber dazu vorgeht, dass sie zum Beispiel auch mit .NET arbeiten können, beziehungsweise da gibt es auch Skriptsprachen mit Python und Perl und solche Dinge, aber einfach, ob das relevant ist, kann ich allerdings hier nicht beurteilen. Prozessing habe ich jetzt wieder angeführt, weil es konkret auch als Möglichkeit besteht, über Firmata-Library zu kommunizieren, und vor allem, wenn man denkt, die Beispiele, die im Internet zu finden sind, sind für mich wirklich so recht eindrucksvoll und unten interessant, sich anzuschauen. Und dann eine Einigung über das CRE-Interface der Arduino-Idee. Ja. Das heißt, dass ich im CRE-Modi, dass ich das anschaue. Okay, dann kommen wir noch zur Community. Da gibt es auf Textil, auf Geräte, da wollen wir das mal unbedingt zeigen, und das ist wieder recht interessant. Und zwar ist das Beispiel, was ich da gezeigt habe. Ist ein Beispiel von einem Schal, wo auf einem Schal Leuchtdioden positioniert werden, die dann. Es wird zwar nicht empfohlen, so beliebt zu machen, aber scheinbar überstehen wir sie schon sogar. Also, okay, das lassen wir. Das ist interessant. So. Gut, so. Dann weiter. Temperatur, wie schaut das Umfeld, welche Seiten wir aufbauen, und mit welchen Seiten der Luftzug zum Beispiel erreichen und solche Dinge. Das sind zum Beispiel keine Vorstellungen von dem Ding. Gut, und das Code da, schauen. Das ist jetzt da mein Aufbau, wobei der Drucksensor der Senkrechtstelle da ist. Also, schau das an. Das ist der Senkrechtstelle da. Das ist der Drucksensor. Da habe ich den Magnetsensor und da habe ich einen Nagelsensor. Den Nagelsensor zum Beispiel kennt man schon. Mit dem kann man ähnliche Dinge machen wie die am Handy, wo sie sagen, senkrecht, waagrecht, umgedreht und solche Dinge erkennt, der alle Zustände bietet. Mit dem sind die Geräte abgeschnitten. So. So, und schauen wir uns den anderen an und den Lager. So, so.
Das habe ich eins der Probleme. Ich habe das Kontrahent nicht verfügbar. Was wir tun können. Also gut machen. Okay, danke schön. So, schauen wir. Wichtig ist, dass dieses Interface, diese Com-Schnittstelle immer verfügbar ist. Also das kann man nicht so haben. Das kann man am besten testen. Wo ist das? Das ist das Problem. Ich sehe mein Port nicht mehr da. Warum kann ich nicht immer so? Wie gesagt, wenn Sie einen Versuch machen, immer schauen, dass Sie diesen Port zur Verfügung haben. Wenn der nicht da sitzt, das eine Versuch anderen. Ja, das ist knapp. Ja, aber einmal, wenn Sie es mir zeigen können, gehen wir lieber weiter. Ein paar Punkte rüber. So. Gut. Genau, das ist das. Dann haben wir bei den Arduino Community und Unternehmen. Bei der Community gibt es die Arduino CC, das ist praktisch die Nachfolgeorganisation der Entwickler aus dem Lehrinstitut. Die haben eine eigene Homepage mit einem Forum, da geht es recht kräftig zu, das kann ich Ihnen nur empfehlen, eigentlich dort mal hinzuschauen. Und da gibt es neue Projekte und Produkte entsprechend vorgestellt. Unternehmen gibt es in Österreich gar nicht einmal so wenig, wobei die meisten Versandhändler sind. Ich habe dabei eigentlich nur an direkten Verkaufsmöglichkeiten gefunden bei der Elektronik CMA im 9. Bezirk und natürlich beim Konrad zur Freie Ferne, die Dinge dort lagern haben. Die anderen sind alle Versandhändler. In Italien ist die Arduino NLC, das ist praktisch die wo die Entwicklung der Boris gemacht hat, die Betreuung der Community erfolgt. Die Arduino SRL, das ist jene, die die Produktion der Boris durchführt und was momentan, das habe ich nicht mehr angeführt, Probleme gibt, wer in Zukunft auch Arduino Boris fabrizieren soll, in den USA vor allem die Firma Sparkfarm. In Deutschland gibt es die Sanduino.de. Dann in New York und expect.de, das ist also das Handcenter, weil es andere gibt, also kann ich mich so ein bisschen lieber auffallen. Und USA vor allem auch dafür und Sparkfarm, die recht bekannt sind und die vielen eigenen Entwicklungen auch noch bei den Sensoren sind. Veranstaltungen hat es gegeben heuer weltweit den Arduino Day. Das war eine Veranstaltung, wo Leute Projekte, die ihn einreichen haben können und die dann unter dem Obertitel Arduino Day dann in die Homepage von dieser Veranstaltung übernommen worden sind. Da hat es ganz eine Menge weltweit gegeben. In Spanien gibt es, wie gesagt, diese Kreativtechnologie, die wir schon kurz angeschnitten haben. Genau. Dann gibt es etwas ganz was Interessantes, obwohl ich nicht sagen kann, wie weit das für uns oder für Interessenten zu uns auch verwendbar ist. Ich glaube, Mitglieder von uns waren schon manchmal bei manchen dieser Einrichtungen dort. Ich habe mal was noch angeschaut. Das sind sogenannte offene Werkstätten und Fablabs, die teilweise als Firmen oder als Vereine organisiert sind, die dort für die sogenannte Do-it-yourself-Bewegung, also die Fähigkeit nennen sie die auch, Bewegung Infrastruktur zur Verfügung stellen, wo nicht nur jetzt auf elektronischen Gebiet, sondern es geht vom selber Kochen über selber Gehen, über selber Tischlern, bis auch zu selber Elektronik machen, wo halt dann Arduino auch drin ist, Infrastruktur zur Verfügung stellen. Das sind Räume, Geräte, Werkzeuge, die auch Beratung anbieten, bei manchen Veranstaltungen auch Materialien, Bauelemente zur Verfügung stellen und die eben sowohl für Einzelpersonen, Gruppen, Vereine die Infrastruktur zur Verfügung stellen, aber auch für Startup-Unternehmen auch Entwicklungsunterstützung bieten. Und wie Sie sehen, da unten habe ich Bilder hingestellt von der Firma Happy Lab, die in Lindenheim ist und in Salzburg, glaube ich, eine Niederlassung hat. Die Geräte, die dort stehen, die sind von neuen. Das sind ja die ersten, glaube ich. Ah, das war drei. Ja, kann schon sein. Aber die Geräte sind nicht ohne. Und ich kann mir vorstellen, das war jetzt eine Zahl,
lassen, entsprechend. Das ist ja vermutlich. Es gibt so Monatsmitgliedschaft. Für ein Projekt, die sind nicht teuer, nur darfst du zu ganz bestimmten Zeiten der Reihe. Die liegen relativ ungünstig. Und dann gibt es die Vollmitgliedschaften, wo du wirklich einen Haufen mitbrettest. Da kannst du dann auch selbstständig am Wochenende mal hin. Da gibt es ja Einschulung für die Geräte. Und wenn ich auch nicht was defekt wird, während sie verarbeitet, dann das wird auch nicht ohne sein versicherungsrechtlich oder haftungsmäßig. Das ist ja schon oder so, sondern Kosten zusätzlich zahlen muss ich dann. Und da wird es ein paar von diesen Adressen aufgelistet. Ne? Das ist eben Macherei. In der Schöpfungerstraße, dann das Wetterlab, in der Hasenstraße, dann in Linz gibt es das Developerlab, wobei das, was war das, die Selbermacherei genau, das Developerlab auf Linz, die war bei dem Arduino-Day, ich war mit dabei mit Veranstaltungen, und dann gibt es eine Firma, Happy Lab in Wien, im zweiten Zweig, da passiert man hier, das ist bei mir dann die, oh, ich war wohl zu wissen. Da war die Modus von der Einschulung gewesen, die da war nicht. Und wie gesagt, das ist hochinteressant, mal zu überlegen. Ich meine, wir im Verein überlegen sich auch momentan, ob wir unser eigenes Lokal leisten können mit Infrastruktur, oder die Städte der Qualität, sondern heute nach Maßgabe unserer Möglichkeiten. Ne? Aber vielleicht wird es dann mit Arme los, das werden wir dann sehen. Und da möchte ich noch hinweisen, wir haben ja schon da bei uns das Thema Arduino, das Sie ja wahrscheinlich kennen das. Und dann dieses Arduino-Erfolgungsbereich. Und oben möchte ich noch hinweisen auf die Leistungen des Leistungsmitglieder. Denn der eine oder andere von euch, der noch kein Leistungsmitglied ist, sich gerade das anschaut, was man überhaupt was da gibt. Thank you.